Mirror 3 mit eurem Gabor Asaro. Wir befinden uns weiterhin immer noch im Haus von Miss Valley. Und ja, wir haben in der letzten Folge... Was haben wir denn da gefunden? Ach ja, genau. Wir haben die Schriften, die Seminararbeit von Miss Valley nach dem Standort des Hügelgrabes durchforstet und wir sind dort auf die Begriffe Sumpf, Kleintierknochen und Sektor I3 gestoßen und mal schauen, ob wir jetzt das Hügelgrab finden. Zack, ich habe genug gesehen. Gehen wir. Legen Sie die Mappe bitte wieder zurück, dann können wir los. Das mache ich doch selbstredend. Ach, da hinten war dann die Wohnung. Okay. Ah, ist der auf? Ja, der ist wieder auf. Endlich. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber vielleicht kann ich ja noch hier irgendwie was nehmen. Da waren doch vorher jede Menge Messer drin. Oder irre ich mich? Ja, unsere Abaya ist lieber mal auf Nummer sicher gegangen. Warum sollte ich mit ihr reden? Die Verkäuferin hat wahnsinnige Angst vor mir. Okay, ja gut. Ja gut. Also der Raum ist zwar offen, aber egal. Gut, wir gehen jetzt erstmal zum Hügelgrab. Oder ich hoffe, dass da das Hügelgrab ist. Sagen wir es mal doch lieber so. Weg Richtung Leuchtturm. Und dann hier oben ist der Pfad zum Sumpf. Und hier hinten sind die Knochen. Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet. Okay, das haben wir schon mal. Hier vielleicht? Ein Sumpf. Das stand auch in der Seminararbeit. Und ich bin östlich von Willow Creek. Irgendwo hier in der Nähe muss dieses Hügelgrab sein. Okay, aber wo? Wo? Warte. Ah, jetzt kann ich auch weiterlaufen. Ich speichere mal. Ich warte nämlich immer noch auf den blöden Bären. Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. Ja, genau. Das muss ja hier irgendwo... Oh nein, jetzt läuft da die... Okay, ich kann es gerade nicht beschleunigen. Ist auch egal. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Wir kommen sogar in den letzten Folgen relativ gut vorwärts, würde ich mal sagen. Es wird aber auch aktuell ziemlich viel geredet, muss man sagen. Aber ich finde das gut. War nicht allzu schwer zu finden. Ich hab's gefunden. Super. Und da drin werde ich gleich sterben. Ich freue mich schon. Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Da freue ich mich ja schon tierisch drauf zu sterben. Der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Gut, ich glaube, sonst haben wir hier außen nichts mehr, oder? Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Diese Orte gehören eindeutig zusammen. Wahrscheinlich kann ich dann mit dem Buch da auch nichts anfangen, ne? Okay, dann gehen wir mal hinein. Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Was mich wohl erwartet. Ja, wir sind gespannt. Hier riecht es alt. Sehr alt. Ich weiß doch jetzt schon, irgendein Scheiß wird... Obwohl, die haben das ja auch vorher alles hier durchsucht. Also Wand, Grabstätte, Boden. Naja, wir klicken mal. Alle leer. Nichts zu finden. Okay. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt. Naja, ziemlich sicher. So, da sind noch ein paar Blätter. Was auch immer. Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht. Keine schwarze Kugel drunter. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Boden? Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred. Wo bist du, wenn man dich mal braucht? Moment mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier?
Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Fragt sich nur wie. Ich habe direkt eine Idee. Also die Idee ist natürlich ganz toll. Ich habe auch schon eine Idee. Irgendwas mit Aluminium oder so. Wir lesen uns gleich nochmal die Packungsbeilage durch. Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Okay, wir gucken uns nochmal die Pillen an. Das Medikament, das mir Dr. Wynn... Genau. Haloperidox. Da steht zur nichts. Behandlung, aber die Packungsbeilage ist wenig aufschlussreich. Nehmen Sie das Haloperidox mit einem Glas Wasser ein. Die Einnahme zusammen mit stark magnesiumhaltigen Mitteln sollte vermieden werden. Bei Wirkungsdauer steht... Wirkt schon nach wenigen Minuten und hat eine Abklingzeit von 10 bis 14 Tagen. Inhalieren von Zigarettenrauch oder andere durch Verbrennen entstandene Partikel kann die Wirkung mindern. Und unter Wechselwirkungen? Sollten Sie neben Haloperidox andere Medikamente einnehmen, befragen Sie dazu Ihren Arzt oder Apotheker. Okay, die Wirkung mindern. Ich hatte nämlich erst schon gedacht, ich könnte die Blätter... Warte, was? Wo? Dass ich die Blätter anzünden könnte für Rauch, aber ich hatte nicht die Idee, dass dadurch die Müll, die Wirkung abgeschwächt werden könnte. Hallo. Hier liegen überall kleine lose Steine rum. So, wo kriege ich magnesiumhaltige? Was ist denn magnesiumhaltig? Aber ich glaube, deswegen ist auch der. Ah, warte mal. Hier die Steine und Rauch und der. Nein. Ach, Mist. Hier liegen überall. Schade. Ich dachte jetzt, die trockenen Zweige, die hätte ich dann anzünden. Die könnte ich dann anzünden. Ach, schade. Ah, Mann. Ich guck nochmal. Nein. Steine. Dann hätte ich nämlich den Rauch irgendwie einatmen können. Gut. Dann gucken wir nochmal ganz kurz draußen nach, ob ich da was übersehen habe. Vermutlich, aber ja. Okay, das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Genau, das wird die schwarze Kugel sein. Kleintierknochen. Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust oder etwas Größeres? Vielleicht der Bär. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Menhir. Mhm. Ein Ersatzmenhir, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Ja, wer weiß. Okay, gut, dann gehe ich jetzt nochmal in den Tante-Emma-Laden und frage mal nach irgendwas Magnesiumhaltigen. Da dürfte doch eventuell was sein. Ich wüsste auch nicht, was sonst magnesiumhaltig ist. Oder vielleicht im Café. Egal, ich frage mal Abaya. Die Verkäuferin hat... Nein! Ah, Dreck. Gucken wir nochmal nach. Irgendwas Magnesiumhaltiges vielleicht zum Einkaufen. Ach, Magnesium. Hier die Kreide... Aber wie kriege ich denn... Warte doch mal. Hallo? Wir haben ja hier hinten noch die Kreide. Vielleicht könnte ich damit irgendwas machen? Kaum mehr. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas essen. Könnte ich vielleicht mit den trockenen Zweigen... Aber ich werde doch jetzt nicht Kreide fressen, oder? Das wäre echt ein bisschen blöd. Aber das ist noch die Speise... Haben wir hier nicht vielleicht irgendwo noch Kreide oder so? Ach ja, der Besitzer ist ja auf der Flucht. Stimmt. Boah, so Kreide wäre jetzt... Kreide ist auf jeden Fall... Also, magnesiumhaltig. Schade. Da wäre ich jetzt fast von ausgegangen, dass das durchaus die Lösung des Rätsels gewesen wäre. Aber ich habe ja auch sonst nichts wirklich. Vielleicht kann ich das damit kombinieren. Oder Bleistift. Nee, das funktioniert nicht. War da was? Nein. Kann ich da vielleicht etwas abkratzen oder so? Nein, nicht damit. Visitenkarte des Notars. Okay, was Magnesiumhaltiges. Lasst mal überlegen. Was wäre denn magnesiumhaltig? Ich dachte vielleicht wirklich, dass Abaya mir hätte was geben können. Trockene Zweige eignen sich. Ja, Lagerfeuer, lalalala. Magnesium. Wir haben im Keller haben wir noch das Salz. Aber das bringt uns ja nicht wirklich was, oder?
Und das fällt mir gerade noch so als klickbares Objekt ein. Vielleicht haben die hier irgendwie was? Später wieder. Nein, die haben hier natürlich nichts. Warum auch? Ich gucke hier nochmal, ob hier doch noch irgendwas Neues aufploppt. Okay. Tante Emma, vielleicht in der Polizeistation? Gekritzelt? Ja, ich habe es schon verstanden. Ich habe immer. Okay. Ja, gut. Mit denen können wir alle nicht mehr quatschen. Das macht die Sache auf jeden Fall leichter, sage ich es mal so. Tante Emma, Kaffee haben wir alles abgeklappert. Da finden wir schon mal nichts. An der Telefonzelle. Wir brauchen auch gerade noch mit niemandem telefonieren, weil immer noch die Wahrsagerin uns das ja auch mit dem Bären... haben wir irgendwas hier schon mal hier geholt? Oh, nee, nicht wirklich, oder? Wir haben hier nur das E gesehen und diese blöde Speisekarte. Man kann, aber ich gehe nicht davon aus, dass hier... Schade. Was könnte man denn noch? Weil das brauche ich jetzt. Das ist jetzt... Vielleicht kann mir die Dr. Winterbottom vielleicht noch was verschreiben oder so? Ja. Hallo, Doktor. Na klar, kommen Sie hoch. Hm? Vielleicht kann sie mir was verschreiben und ich kann Abaya dann den Zettel geben. Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Ach ja, stimmt, die raucht ja auch. Stimmt, vielleicht muss ich das auch kombinieren. Im Beipackzettel steht, dass auch Zigarettenrauch die Wirkung der Medikamente herabsetzen kann. Vor allem das Passivrauchen, wegen des Schadstoffanteils im Rauch der glimmenden Zigarette. Irgend sowas in der Art. So ein Blödsinn. Der Effekt ist so minimal. Wenn ich hier ein Feuer hätte und den Tabak darin verbrennen würde, so wie die Schamanen früher ihre Kräuter, ja, dann vielleicht. Aber das bisschen Zigarette schadet doch nicht. Na dann. Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Nein. Ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Ich hätte Sie darauf hinweisen müssen, entschuldigen Sie. Das heißt also neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee? Nicht zusammen. Aber ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr Husten klingt jeden Tag schlimmer. Bye, Doc. Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Okay, Baldrian, wir haben doch die blöde Pflanze, die hier schon die ganze Zeit... Vielleicht können wir dann, Baldrian, vielleicht können wir uns das nehmen, dann nach Edward gehen und der macht uns dann daraus noch einen Kaffee. Das wär's doch. Das wäre doch die perfekte Kombination, oder? Hügel, ja. Baldrian, das ist doch genau das, was ich suche. Ja, und das hat mich ja schon... Die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug. Ja, das hat mich sowieso schon die ganze Zeit gewurmt, dass ich diese blöde Pflanze nicht mitnehmen konnte. Kann ich das jetzt vielleicht damit verbinden? Nein, kann ich nicht. Okay, wir gehen sofort direkt, er sagt zwar verbrennen, aber wir gehen nochmal zu Edward. Vielleicht nochmal mit dem Kaffee, bevor ich mich jetzt wieder auf den Weg zum Hügelgrab mache. Dann dürfte das doch klappen, oder etwa nicht? Edward? Ja. Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. So, und das kann ich jetzt alles bei den Steinen nämlich verfrachten. Kann ich direkt da irgendwie hin? Östlicher Sumpf. Ja, super, ich kann da sofort hin. Oh, vielleicht konnte ich das sowieso schon die ganze Zeit. Kann ja sein. Und jetzt kann ich das nämlich hier an den Steinen, die hier... Genau, okay, speichern. Ich bin lieber vorsichtig. Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes.
So habe ich eine kleine Feuerstelle. Ah, okay. Jetzt ist es möglich. Dankeschön. Deswegen brauche ich auch den Topf. Jetzt kann ich mir auch den Topf holen. Vielleicht muss ich aber auch erst vorher was anklicken. Oder? Nein, ich kann ihn direkt nehmen. Schätz, und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. So sieht's aus. Klasse. Hey, das läuft. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Genau. Richtig gut mitgedacht, Adrian. So, dann nochmal schnell wieder nach da hinten. Ich glaube, jetzt dürfte ich alles haben, ne? Ich habe mein Feuerzeug, ich habe Baldrian, ich habe Kaffee. Vielleicht bräuchte ich noch... Ne, ich glaube, ich brauche nicht noch die Magentabletten. Ich werde es jetzt mal so probieren. Okay, dann bitte einmal den Topf nehmen. Vielleicht kann ich da jetzt auch erstmal alles einfüllen. Nein? Okay, dann den Topf bitte auf die Feuerstelle. Zuerst sollte ich mich mal um Feuer kümmern. Okay, ich dachte... Ja, macht schon Sinn. Macht Sinn. Erst das Feuer darunter und dann den Topf draufstellen. Stimmt, macht mehr Sinn. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Genau. Dann brauchen wir einmal das Feuerzeug. Bitte einmal anmachen. Ich sollte lieber erst alles zusammentragen, was ich brauche. Okay. Nein, dann brauche ich doch noch die Magentabletten. Oh, dann muss ich doch nochmal wieder zurücklaufen. Ich habe es ja fast befürchtet. Dann bitte nochmal zu Abaya. Die dürfte doch Magentabletten haben. Sie ist doch unsere örtliche Apothekerin. Okay, komm. Ich will ja eigentlich... Ich drücke hier alles so schnell an, weil ich will das jetzt machen. Ich will die schwarze Kugel. Hi. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja. Ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das, magnesiumhaltig? Nein. Das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antacidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Okay. Das ist sehr clever von dir, Abaya. Sehr, sehr clever. Haben Sie Baldrian-Tee oder... Ich fürchte... Nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert... Das ist zu lang. Oh... Auf Wiedersehen. Ja. Naja, das Gespräch habe ich jetzt mal beendet, weil wir haben... Ja, also jetzt haben wir doch wirklich alles. Und das Antacidum haben wir auch bekommen. Perfekt. Jetzt haben wir aber alles. Dann speichere ich nochmal. So, speichern, speichern, speichern. So. Und jetzt meine Feuerstelle. Aber... Let's get ready to rumble. Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend. Ach, jetzt muss ich noch den Topf nehmen. Einmal nochmal nach ganz rechts, weil inzwischen ist ja unser Inventar wieder ein bisschen voller. Dann bitte einmal den Topf drauf. Das Wasser dürfte bald kochen. Was für eine Mixtur, ey. Kaffee? Flup, flup, flup. Danke. Dann habe ich... Warte mal, die türkische Variante. Hä? Türkisch? Hat er nicht kolumbianisch gesagt? Na, ist egal. Dann machen wir ein bisschen Antacidum rein. Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Sehr... Da macht sich doch das Physikstudium bezahlt. Rühren, rühren. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Adrian Gordon heiße. Hahaha. Hä? Haben wir jetzt alles drin? Warum muss ich das an die Feuerstelle machen? Oh, oh. Mist. Der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Und was soll ich jetzt machen? Der Rauch zieht nach draußen. Kann ich jetzt einfach rausgehen? Ich kann einfach rausgehen, okay.
Was könnte ich denn jetzt hier machen? Ich habe doch nichts, was ich da vorstellen könnte. Ich will mich voll selber vergiften. Den Menhir da irgendwie... Warte mal. Hügelgrab zur Wiese. Genau, da kocht es schön vor sich hin. Aber wie kriege ich denn jetzt das mit dem Wind hin? Ich gehe nochmal zum Topf. Scheinbar. Ich fürchte, mein Eintopf allein reicht nicht. Bevor ich ihn trinke, sollte ich erst alle Vorbereitungen treffen. Ach so, das will ich trinken und Baldrian wegen dem Rauch. Ich schau mal, was ich noch mit dem Baldrian machen kann. Aber was schon... Ach, und deswegen soll ich das an die Feuerstelle? Ich will meinen ganzen Baldrian-Vorrat verschwenden. Ja, stimmt. Zuerst sollte ich den Eingang irgendwie abdichten. Ja, ja. An die Baufolie. Komm, das machen wir noch. Aber die Baufolie... Die war doch letztes Mal gar nicht mehr da, oder? Hä? Wieso ist die denn wieder da? Das ist eine Rolle. Die Handwerker sollten damit eigen... Aber bei der Bude hier ist... Genau. Okay. Die Folge geht jetzt etwas länger, aber ich will das jetzt hier... Ich will das jetzt hier fertig haben für die Folge. Ach so, Quatsch. Ja. Okay, dann da einmal wieder zurück. Oh, zum Glück. Aber okay, also im Dunkeln war die Baufolie nicht da und jetzt ist sie da. Naja, gut. Sei es drum. Ich werde mich jetzt nicht beschweren. Ach so, ich habe schon befürchtet, er sagt von wegen, nein, das muss ich von der anderen Seite machen. Prima. Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Grabkammer. Okay, und los geht's, würde ich mal sagen. So, aber jetzt. So, jetzt aber. Jetzt aber, let's get rumble oder so. Los geht's. Wenn ich hier wieder rauskomme, stinke ich bestimmt wie ein Räucheraal. Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigten Brandstifter. Schon ein wenig seltsam. Schwindelig, wie in Watte gepackt. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Trinken. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem Grab. Das Glas ist auch eher halb voll bei Adrian als halb leer. Fuck, das funktioniert besser als ich dachte. Was? Da haut es mich wirklich aus den Socken. Oh, mein Kopf. Ach, meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Oh, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand. Und wie es dann weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und sage dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao.